Hey, willkommen zu Science Comedy. Heute beobachten wir eine merkwürdige Pflanze, eine magische Handschuhblume. Wir sind dieser Spur vom Wald bis in die Stadt gefolgt. Seht selbst, was für erstaunliche Bilder wir geschossen haben. Viel Spaß dabei! Das selber machen? Ja. Du brauchst eine Filmdose, einen heißen Nagel, mit dem du ca. 20 Löcher im unteren Teil der Dose bohrst, drei Brausetabletten, einige kleine Gummibände, einen dünnen Latexhandschuh, Blumenerde, einen Topf. Und jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Brausetabletten in die Filmdose, Latexhandschuh über die Filmdose ziehen, mit ein paar Gummibändern fixieren. Blumenerde in den Topf. Die präparierte Filmdose in den Topf pflanzen. Fertig. Und jetzt mit Wasser begießen. Was passiert in der Filmdose? Warum wächst die Pflanze? Und was haben die Brausetabletten damit zu tun? Brausetabletten bestehen aus Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, dann sind noch Süßungsmittel, Aromen und Vitamine enthalten. Im Natriumhydrogencarbonat ist Kohlenstoffdioxid festgebunden. Bei Zugabe von Wasser reagiert die Zitronensäure mit dem Natriumhydrogencarbonat. Dabei wird gasförmiges Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Das Gas dehnt sich aus und bringt so die Pflanze zum Wachsen. Wir lassen jetzt noch ein paar Pflanzen wachsen. Harvey! Komm mal!